Einmal hat mir schon eine Kollegin gesagt, dass sie mich schon vor dem Haus gehört hat, wo ich hinfahre, weil es einfach so laut ist. Ich bin Soraya und das ist mein Karre. Also die Porsche war immer mein Traumauto, schon seit ich ein Mädchen war. Und ich finde es gar nicht, dass das nur mehr als Männerauto angesehen wird. Ich habe mein Auto jetzt seit 2,5 Jahren. Als ich mir das Auto geholt habe, hat es fast nur positive Reaktionen gegeben im Umfeld. Ein paar konnten den Preis nicht ganz einschätzen und denken, dass es mehrere 10'000 Franken kostet, was einfach nicht der Realität entspricht hat, und ich das nicht aufdeckt. Ich finde einfach, Porsche ist eine riesige Marke und ich bin schon mega lange Fan. Und ehrlich gesagt, am Anfang auch nicht gewusst, dass es die in dem Preisrahmen gibt, wie ich es jetzt bekommen habe. Das Auto hat 5'800 Franken gekostet. Also mein Auto hat einen recht guten Preis gehabt, weil es halt schon ein älteres Modell ist. Und ein Unterhalt für das Auto ist halt einfach teuer. Ich glaube, deshalb ist es nicht so attraktiv für die meisten Leute. Also damit ich mir das Auto leisten kann, muss ich auf nichts Grosses verzichten. Es ist einfach so, dass ich nie einen Ausgang gehe und keinen Alkohol trinke. Also dort schon mal Kosten, die bei mir einfach nicht anfallen. Bis jetzt habe ich nur positive Reaktionen bekommen. Ich habe schon gefragt, ob ich was am Motor oder Auspuff machen lassen, weil es recht laut ist. Aber es ist eigentlich einfach so. Und einmal hat mir schon eine Kollegin gesagt, dass sie mich schon vor dem Haus gehört hat, wo ich hinfahre, weil es einfach so laut ist. Aber wenn ich zum Beispiel einen Velofahrer überhole, dass es einfach automatisch direkt laut ist, nervt mich das manchmal schon, weil ich will nicht, dass der Velofahrer denkt, dass ich ihn extra jetzt überhole, um ihn zu nerven. Wenn Männer mein Auto sehen, schauen sie schon, besonders wenn es laut ist, und dann sehen sie einen pinken Streifen und sehen, dass eine Frau drin sitzt. Ich komme ab und zu einen Daumen gegen rauf über beim Fahren oder mal jemand anlichthüpeln, zum Hallo sagen. Ich habe einen pinken Streifen auf meinem Auto, aber ich würde mich jetzt nicht als Tussi bezeichnen. Ich mag einfach Farbe Pink und ich bin ein bisschen feminin, aber als Tussi bin ich nicht. Also der Spruch, dass alle Porsche-Fahrer Arroganz sagen, habe ich bis jetzt erst einmal gehört. Und ich finde das gar nicht so. Also alle Porsche-Fahrer oder Fahrerinnen, die ich kenne, sind gar nicht so und ganz down to earth und lieb. Mir ist bewusst, dass ein Auto, das so gross ist, natürlich viel Treibstoff verbraucht und es nicht mega umweltfreundlich ist. Aber in anderen Sachen, wie zum Beispiel im Fleischkonsum, verzichte ich mehr. Und ich versuche sonst oft Reisen mit dem Zug zu machen, um das zumindest ein bisschen auszugleichen. Also mein Auto verbraucht durchschnittlich 15 Liter auf 100 Kilometer. Ich pflege mein Auto oft und putze es auch gern, aber schlussendlich fahre ich lieber als putze. Für mein Auto ist kein Angeber-Auto, weil ich fahre es auch nicht aus dem Grund, dass ich den Leuten sage, da bin ich mit meinem Porsche, sondern weil ich Freude daran habe. Und ich finde, ich strahle das am meisten aus. Mein Großvater war Autohändler und deshalb war das Interesse an Autos bei mir schon immer da, weil er immer ganz viel davon erzählt. Und er selber ist immer mega gerne gefahren und hat immer ultra Freude gehabt, um coole Autos zu sehen. Und so war die Freude schon immer ein bisschen da.